In der Bürgermeisterwahl am Sonntag hat der CDU-Kandidat Octavian Ursu sich gegen Sebastian Wippel, den Kandidaten der AfD, durchgesetzt. So könnte man es einfach stehen lassen, wenn es sich hier nicht um eine totale Verdrehung der Demokratie gehandelt hätte. Ja, um eine Vergewaltigung derselben. Denn schließlich wollte ja keiner der Görlitzer Bürger ein AfD-Oberbürgermeister. Obwohl die Wahl im Mai ganz anders gelautet hatte, ja, haben sich nun die Mainstream-Medien dagegen entschieden. Und was die Mainstream-Medien der übrigen Republik sagen, das muss schließlich getan werden, wissen wir ja seit Klaas Relotius. Aber nicht nur die hiesigen Mainstream-Medien, nein, aus Hollywood war man auch dagegen, denn wie sollte man später Filme drehen mit einem AfD-Bürgermeister? So etwas geht doch nicht. Das wissen doch die Hollywood-Magnaten. Und ja, man weiß ja nicht umsonst, wie Hollywood über Trump denkt. Und so hat es dann eine Stichwahl gegeben und alle Parteien haben sich hinter die CDU gestellt, damit auch ja keine Demokratie aufkommt. Denn das ist ja das Letzte, was die CDU leiden kann. Und so konnte am Ende Annegret Kramp-Karrenbauer ihrem Kandidaten gratulieren, der es ja ganz allein geschafft hat. Oh nein, diesen Tweet musste sie ja auf Druck der anderen Parteien ändern. Es musste dann schließlich heißen, wir haben gesiegt. Ja, genau, Frau Kramp-Karrenbauer. Sie haben die Demokratie besiegt. Vielen Dank.